Es ist Derbyzeit im Schwabenland. Der Ratiopharm Ulm empfängt die MHP Riesen aus Ludwigsburg. Die Ulmer besser noch mit weißer Weste unterwegs in der BBL, aber auch im Eurocup. 4 Spiele, 4 Siege zum Auftakt. Heute also gegen die Ludwigsburger, die bekannt sind für ihre harte Defensive, haben den FC Bayern Basketball geschlagen und kommen hier stark rein in die Partie. Super Start, vor allem von draußen untypisch gefährlich mit Brandon Tischler, der für eine erste deutliche Führung sorgt. Die Ulmer kommen super schwer rein in die Partie, lassen extrem viel liegen. Die Youngsters müssen es dann rausreißen. Noah Essenge, 17 Jahre jung, verkürzt. Dann ist es Jacob Patrick mit einem verrückten Dreier zum 19:12. Zwischenzeitlich hatten sie eine Quote von draußen von 80%. Das gab es in dieser Saison aus Sicht der Ludwigsburger noch nicht. Ratiopharm Ulm tut sich schwer in der Defensive, einen Zugriff zu bekommen in Durchgang 1. Und Ty Harrison war stinksauer auch zur Halbzeit, hat gesagt, das war mit die schlechteste Leistung, die er von seiner Mannschaft bisher gesehen hat. Wir sind drin im zweiten Viertel und wieder ist es vor allem die Defensivarbeit mit Justin Simon, der einen Sahnetag erwischt. Der gibt so richtig Gas bei den Ludwigsburgern und doch kämpft sich Ulm Punkt um Punkt zurück von weit draußen. Nelson Weidemann erlöst die Ulmer, was die 3-Punkt-Ausbeute angeht. Die MHP-Riesen aus Ludwigsburg haben ihre Anhänger dabei. Da ist gute Stimmung, da ist gute Laune. Aber Achtung, zu Beginn des dritten Viertels quasi nur Ratiopharm Ulm am Drücker. Isaiah Roby mit dem Dreier und plötzlich ist Ulm in Führung. Knapp 5 Minuten, keine Punkte von den MHP-Riesen im Durchgang. 2, stattdessen die Ulmer voll am Drücker. Aber Achtung! Es ist auch noch eine Ludwigsburger Mannschaft hier im Haus, aber Essenge mit einem Ausrufezeichen. Da waren sie dann schon deutlich in Führung gelegen, aber die Ludwigsburger, die darf man nie abschreiben. Das haben sie hier in dieser Partie bewiesen. Essenge aber wunderbar. Die Youngsters, sie funktionieren bei den Ulmern und sind bestens integriert. Wir sind drin im Schlussviertel, die Ulmer. Mit Roby zum 53:48. Aber Ludwigsburg dreht auch, was die Defensivarbeit angeht, wieder ein bisschen auf. Es wird nickeliger, es wird hektisch, es wird laut in dieser Halle. Die Stimmung bestens. Und dann diese Balleroberung. Achtung, Ludwigsburg kommt zurück. Verkürzt erstmal auf 3. Hier wieder schnelle Finger und Brandon Tischler auf und davon. 3,5 Minuten noch. Ludwigsburg bis auf einen dran. Können sie wieder in Führung gehen? Ja, genau das schaffen sie auch mit ihm hier, mit Joel Scott. Am Ende kommt er auf 6 Punkte. Sie zwingen die Ulmer immer wieder zu Turnovern. Das funktioniert. Aber Ratiopharm Ulm gewinnt an diesem Tag das Rebound-Game und kann sich dann wieder hier in Führung bringen. Es geht hin und her in der Schlussphase. Ben Saraf, der Youngster, glänzt auch als Assistgeber hier auf Marcio Santos. Und dann hat Justin Simon in der Hand. 63:62, erster Versuch, zweiter Versuch. Er ist nicht drin. Ulm gewinnt mit 1 Punkt Vorsprung und ist mega glücklich. Yeah, it was a dogfight. You know, we know that's the style of basketball that Ludwigsburg brings. And you know, I'm just really proud of my teammates tonight for playing a full 40-minute game. Ulm bleibt damit weiterhin ungeschlagen in dieser Saison. Der 3. Sieg im 3. Spiel. Aber es war ein hartes Stück Arbeit gegen Ludwigsburg. Mehr Social Content rund um Basketball. Hier bei uns bei Dein Basketball.